Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock. Wir haben hier in der letzten Folge die Kamera aufgehoben gehabt. Dann können ja diese ganzen Splicer fotografieren, nur weitere Fotos bringen nichts. Man sollte immer nur ein Foto machen, wenn es geht. Oh lol. Wenn mich Daten... Okay. So, jetzt kann ich kurz zeigen, wofür die Kamera da ist. Wir nehmen die Kamera, machen ein Foto von der Person und kriegen jetzt einen Fortschritt. Wir haben jetzt erhöhten Schaden gegen Lead-Head-Splicer und die sind anfällig für Antipersonen-Munition und Hitze. Und da die gerade brennen, haben wir natürlich perfekte Voraussetzungen dafür. Komm schon. So. Okay. Schrot brauchen wir alles nicht. Dann habe ich euch jetzt gezeigt, wie das funktioniert. Und wir können jetzt erstmal weit... Oh. Security's Bullseye. Brauchen wir erstmal nicht. Verdammtes Ding! Ach, warte mal. Wir könnten... Ah, okay. Dafür war das hier da, um das einmal kurz einzusetzen. Ja, das brauchen wir nicht. So. Okay. Hier runter. Hups. Also wir hätten das jetzt auf ihn schleudern können und dann wäre er von der Kamera aufgenommen worden. Nein, ich wollte nicht das drücken. So, wir hacken ganz schnell. Das mit den Lags tut mir wirklich, wirklich leid. Mich stört das auch extrem, dass die überhaupt auftreten. Aber wie gesagt, wir können da wirklich nichts gegen machen. Ich habe das Internet ein bisschen durchforscht und habe keine Lösung gefunden. Es gab Leute, die haben Multithreading ausprobiert. Die haben versucht, irgendwelche Dateien und so weiter zu ersetzen. Das geht alles nicht, leider. Ich finde es halt schade, dass es wirklich so aufgetreten ist und dass es weiterhin so auftritt. Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem. Was die Forschung? Oh Mann, ich wollte das... Geh mit dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lass ihn schleunigst hier verschwinden. Jetzt habe ich es nicht ganz mitbekommen, aber ich werde das jetzt nicht extra nochmal laufen lassen. Ihr habt das ja direkt unten in den Subtitles, wo ihr es nachlesen könnt. Damn it! Aber in Ordnung, weil ich habe jetzt wirklich wenig Lust, Menüs zu öffnen in Neptune's Bounty. Da merke ich jetzt schon wieder FPS-Einbrüche, das ist echt schlimm. So. Ich glaube, die Vita Chamber ist das oder war das? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall irgendein Ort. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. So, wir können erstmal mit Antipersonen ein bisschen durchballern. Damit wir die auch ein bisschen erschöpft bekommen. So, hier vorne gab es, glaube ich, ganz viele Filme und alles, die wir aufheben können. Also weitere Kameramunition, sage ich mal. Ausgetrickst, du Monster! Gib mir mein Mädchen zurück! Hast du... Ich werde dich! So, perfekt, direkt ein Foto aufgenommen.
So. Sorry. So, Kamera haben wir jetzt auch erhöht. Und dann können wir die direkt auch betäuben. Ah, die kriegen wir so nicht down, leider. So. Okay. So, hier vorne kann man diese Sicherheitsalarme ausstellen, die die Kamera hervorrufen würde. So, Bandagen ein bisschen das Zeugs. Und hier vorne gibt es nichts Großartiges. Ein bisschen Geld. Nochmal ein bisschen Geld. So, in Ordnung. Ups, das sah. So, noch mehr Film. Ist natürlich immer schön, wenn wir ein bisschen Filme übrig haben. Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Warum gibt es hier hinten nichts? Wirklich gar nichts. Oh. Haha. Vielleicht gibt es doch etwas. So, wir können eigentlich mit Schrot rauslaufen. Oh, der lebt ja noch. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch lebt. So. Okay. Oh, hier vorne ist direkt eine Kamera. Das ist schön. Das ist wirklich schön, direkt hier vorne eine Kamera zu haben. So. Nein! Zum Glück hatte die nur einen Kurzschluss. Wir brauchen irgendwas, sowas hier. Perfekt. Puh, hätte die Alarm ausgelöst, wäre schlimmer. So, wir können hier vorne aber ganz schnell noch alles fixen und fertig machen. Das war, by the way, mein erster Kurzschluss, oder? Mein Wecker klingelt. Kleinen Moment, nicht wundern, das war mein Wecker. So. Sollte jetzt nämlich aufstehen. Spätestens jetzt. Also ich habe den Wecker um 12 Uhr gestellt. Ich war um 2 Uhr pennen und habe gesagt so, okay, heute darfst du durchschlafen, aber schlaf nicht zu lange. Schlaf maximal 10 Stunden, wenn du es wirklich, wirklich brauchst. Aber es war zum Glück nicht so. Ich war ja schon früher wach. Ich habe ja schon ein paar Folgen Bioshock aufgenommen. Wenn ihr erstmal die Türsteuerung ein bisschen hacken, ganz kurz hier durchgehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schauen wir erstmal nochmal, was hier ist. Ja, weil hier ist der Raum mit einem Safe, war das, glaube ich, oder? Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Und der Dude hatte tatsächlich recht. Wir haben tatsächlich eine Armee von Splicern und es geht uns ziemlich übel. So, wir brauchen schnell so ein und schnell so ein, weil jetzt... Jetzt müssen wir wirklich schnell agieren. Jetzt kommt nämlich die Zeit, wo es auch verzwickter ist. So, hier, hier. Ups. Wir hatten es doch gerade. So. Perfekt. Autohacker, Minen und ionischer Schrot. Ionischer Schrot, wie gesagt, das goldigste, was es gibt, weil man Big Daddy einfach damit permastunnen kann. Und er hat keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. So. Tot. Perfekt. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre.
Mach mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. So. Jetzt haben wir die ganzen Audiologs auch durch. Und ein Big Daddy irgendwo da hinten. Den müssen wir unbedingt holen. Ach komm schon. Perfekt. So. Strom, Lulz. Ich dachte gerade, ich krieg jetzt noch einen Stromschlag. Okay. So. Den habe ich besiegt. Vergiss es. So. Ich denke, der explodiert nicht mehr. Okay, perfekt. So, hier vorne gab es ja das Zimmer 7. Ich weiß nicht, ob ich den Code noch habe. Aber den sollte ich eigentlich im Menü irgendwo haben. Oder warte mal, wenn wir Code eingeben drücken. Nee, der steht jetzt nicht da. Dann müssen wir ganz kurz die Audiologs durchgehen. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern. Aber nicht von... So, ich muss ganz kurz nur das Menü öffnen, dann habe ich es eigentlich. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. So, wir brauchen irgendwo Schlüssel 7. Sullivan-Schmugglerin? Nee. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter kommen. Ach, Manu. Mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern. Aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine. Nee. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Hä? Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger... Ich kann gerade das nicht öffnen. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine. Ah, da. Schlüssel 7533. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? So, ich bin schon unterwegs, dir deine Fotos zu bringen. Ich wollte mir nur eine Story anhören, die super interessant ist, weil die beiden lagen da. Pillen lagen neben denen, die sie genommen hatten und direkt daneben das Foto halt von ihrer Mascha. Will ich nicht angreifen. Die hat gerade ein Viech bei sich. Das will ich nicht dran locken erstmal. So, Waffe brauchen wir erstmal nicht. So, Kontaktminen können wir halt nicht mehr aufheben. Wir haben halt maximale Kontaktminen. Das ist halt das Schlimmste, was es gibt.
$91 ist der Ankauf wert, was? So, jetzt haben wir schon verloren. Das ist halt ein Meme. Wir müssen das outtaken, weil Saves sind immer scheiße. So. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Da. Da ist der letzte Spider-Splicer, den wir fotografieren mussten. Sorry. Hört sich so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? So. Und das ist jetzt mein Sicherheitsbot. Den werde ich mir jetzt erstmal gönnen, damit wir weiterhin mehr Kraft hier haben. So, wir wollen erstmal nach unten. Nach unten. Nach unten. Ich hoffe, das Lied lässt mich erstmal nicht Copyright striken oder so ein Shit. So. Und nach unten. Perfekt. Damit können wir jetzt erstmal ganz schnell zurück. Einfach nur geradeaus. Und es leckt tatsächlich gerade nicht. Das ist wirklich schön. So. Machen es erstmal kurzerhand. Ich werde jetzt nicht alles hacken hier. So, ich sehe schon, die meisten Leute von euch sind innerlich so komplett kaputt. So, ah, warum hackt der die ganze Zeit alles? Ich kann das nicht in Ruhe lassen. Ja, ja, so ist das. Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. Er hat seine Familie hergeholt und fragt sich, wie blöd kann man eigentlich sein, weil er wollte, dass alles besser wird. Wer hat jetzt geschrien? Und warum? Oh, la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 . Erstmal vorsichtig hier hin. So, das war's erstmal mit dir. So, da hinten haben wir unseren guten Mr. B, Mr. Bubbles und nicht Mr. Bean. So, den müssen wir auch noch töten. Das ist sehr wichtig, dass wir immer diese ganzen Big Daddies und alles töten. Dafür erstmal Kontaktminen ausrüsten. Und hier ungefähr 4 Stück waren es, glaube ich, die man ungefähr hier hin tun sollte. So, dann machen wir ein Foto und dann schießen wir einmal schnell an, bevor der weggeht. So, und jetzt müssen wir den nur noch hier hinlaufen lassen. So, kleinen Moment, wir warten ganz geduldig. Der kriegt jetzt schon zu viel Schaden, weil da hinten eine Maschine ist. Nein! Oh mein Gott, meine Maschine ist genau da reingefallen. Ja, sehr nice. So. Bitte steh doch auf, Mr. Bubbles. Ich rette dich, alles gut. Dann brauchst du Mr. Bubbles auch erstmal nicht mehr. So. Perfekt. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar die Belohnung von Tenbaum wieder. Ja, wir gehen erstmal weiter, wo wir hin müssen. Oh nein, 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 jetzt leckt's wieder. Nein! Aber wir sind eh schon bei 20 Minuten angekommen. Also, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis demnächst. Ciao!